So Leute, es geht weiter mit der nächsten Mission. Das letzte Mal haben wir die Ballkünstlerin Samus gespielt, also Metroid, und heute geht's weiter mit Donkey Kong. Ich möchte dir auch sagen, diese Aufnahme, die du jetzt gerade hörst, die wird bis zu, ich würde mal sagen, glaube ich, bis zu 7 oder 8 Minuten neu aufgesprochen sein, weil irgendwie hat was mit dem Ton nicht gestimmt. Aber später wird das dann auch alles wieder funktionieren. Wir beginnen mal hier mit lauter Leitern. Okay, bist du auch ready? Dann würde ich mal sagen, beginnen wir hier. Klettere eine Leiter hoch. Sieht auf den ersten Blick eigentlich leicht aus. Na, probieren wir das mal. Also einfach nach vorne laufen. Ja, nicht die Leiter, nein. Was heißt, klettere eine Leiter nach oben, Leiter erklimmen, also hier die da vorne, dann klappt das nämlich auch. Hier, ja, manchmal muss man das am Anfang am besten ausprobieren, dann geht das natürlich auch, ne? Hier nicht. Keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe. Lustiger Mario. So, und S-Rang erzielt. Ja, das klappt ja wie am Schnürchen. Ja. Ich habe dann gedacht, hey, komm, ich probiere es nochmal. Holen wir S+. Mit Springen oder so. Weißt du, dass er sich an der Leiter halten könnte? Aber das geht hier nicht. Man läuft nach vorne, vorne und nach oben. Wow, der gleiche Rekord. 4,78, habt ihr das gesehen? Dachte ich so, hä, kann man hier nur 4,78 erzielen? Bin ich nochmal schnell kurz nach vorne gegangen und... Oh nein, 4,83, okay. Habe ich zweimal hintereinander den gleichen Rekord erzielt? Naja, ich würde mal sagen, wir gehen weiter und gucken uns hier her mit dem Hammer an. Das heißt, man läuft hier nach vorne, schnappt sich oben links eigentlich dann den Hammer. Boah, easy, oder? Tja, manche Aufgaben sehen leicht aus, aber sind sie dann wirklich so leicht, wie sie aussehen? Das werden wir jetzt hier sehen. Das Komische ist, wenn man hier übrigens die Leiter nach oben lief, dann hing er da immer so ein bisschen so fest. Ja, und man kam nicht so richtig rüber. Ich habe dann auch später, ist mir aufgefallen, dass es irgendwie, seht ihr, geht irgendwie nicht so mega komisch. Ja. B++. Mir ist einfach aufgefallen, wenn ich mit dem Analog-Joystick hier Mario Donkey Kong da spiele, also Donkey Kong hier spiele, dann ging das leichter für mich. Ja, da oben jetzt zwar nicht und da auch gerade nicht. Das war ein bisschen merkwürdig. So, da habe ich jetzt gedacht, komm, jetzt probiere ich es mal mit dem Analog-Joystick und so. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Ja, easy, kein Problem. Perfekter Lauf. S-Rang. Yay. Geht doch. Davor gab es übrigens noch das Abzeichen für den A-Rang. So, wir gehen weiter zu fallende Fässer. Boah. Nichts wie hin, würde ich mal sagen. Da muss man Pauline da oben erreichen, ne? Also ganz nach oben gehen, ausweichen und so weiter. Und los geht's. So. Hat es auch nicht so richtig geklappt, mit nach oben zu laufen. Da habe ich gedacht, komm, machen wir es nochmal schon kurz. Manchmal hängt man irgendwie oben fest. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Jetzt hat es geklappt. Hier, zack. Ja, da auch kurz ein bisschen leicht hängen geblieben. Mal schauen, was hier der erste Lauf da bei mir gibt. Zack. Weiter, weiter. Sehr gut. Und es... Okay, also irgendwie diese Donkey Kong-Aufgaben, die liegen mir ziemlich. Lief das bei euch auch so gut oder so schnell hier mit diesen Aufgaben, dass ihr hier S erzielt habt? Das Fundbüro. Sieh an, was ist denn hier los? Sammle den Schirm und die Tasche. Oben links und oben rechts. Okay. Und los geht's. Ja, also oben ist der Schirm. Und oben rechts noch die Tasche. Da muss man mega auf dieses Feuerchen übrigens aufpassen. Das ist so nervig. Das sieht sehr gut aus. Wow, A++. Cool. Merkwürdigerweise hatte ich nochmals den Drang, irgendwie das nochmals zu machen. Ich weiß nicht wieso, aber... Dachte, komm, vielleicht holen wir hier noch S. Was denkt ihr? Reicht das hier? Sieht jedenfalls gut aus. Wow. S noch erreicht. Okay.
Also eigentlich ist es mein Ziel hier, nicht überall jetzt hier gleich direkt S hier zu erreichen, aber irgendwie bei Donkey Kong ging das nicht anders. Ist auch cool. Okay, erreiche Pauline. Also hier muss man ganz nach oben kommen und Pauline mal Hallo sagen. Dun, 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 dun. So. Ja. Oh, oh, das Feuer wartet dort auf mich. Geh weg. So. Und ja, das sieht gut aus. Sehr nice. Oh, schön ausgewichen, ey. Sehr schön. Abzeichen erhalten. A+. Zwar kein S-Rang oder so, aber egal. Ja, ja, unten haben wir richtig gut angefangen, ne? Okay, Meisterschwierigkeitsgrad. Fundsachen. Sammle die Schirme und die Tasche. Okay, Schirme und Tasche. Also oben ist was und dort ist was. Probieren wir das mal. Okay, ja, da oben wird sogar noch schön markiert, was man da einsammeln muss. So, easy ist es alles. Schieben, ah, da oben links ist auch nochmal einer. Schnell. Ja. A++, das ist okay. Hätten wir noch einen schnellen Rekord aufbauen können? Ich weiß es nicht, kommt halt immer ein bisschen drauf an. Vielleicht der Weg hier. So, da könnte man von rechts nach links laufen. Schnelleren Weg wüsste ich jetzt nicht. Ich muss aufpassen, dass das Feuer da hinten nicht kommt. Ja, komm! A++, also bin schneller gewesen, aber kein S. Naja, mach nichts, gehen wir weiter. Meister! Starker Sturz, was haben wir denn hier? Mhm. Wir haben hier entferne alle Bolzen. Okay, diese Teile, die da am Boden liegen, ne? Okay, die müssen wir... Okay, wir können auch springen. Ja, uiui, das wird ja was, ne? Ja, wir probieren's. So, alle Bolzen entfernen. Wie geht man da echt am besten vor? Man läuft wahrscheinlich ein bisschen im Zickzack, oder? So. Da möchte mich jetzt stoppen. Gut, man kann ja über den hinwegspringen. Ja, das sollte man auch denken. Hat man auch kurz in der Vorschau gesehen. Ja, müssen wir aufpassen bei dem. Oh. Jetzt verfolgt er mich. Tja. Oh no! Okay, macht nichts. Hä, kann man da runter? Wie? So, okay. Ja, wusste ich nicht. Das macht man einen Weg da finden, ne? Da oben ist noch einer und dann hätten wir es. Ja, oh, okay, gut, wir haben A erreicht. Das war eigentlich auch mein Ziel. Gut, kommen wir zum Schluss. Legende. Das sind nicht so viele Aufgaben im Vergleich zu denen da oben, ne? Zum wenigsten Aufgaben darunter. Okay, süßes Bild hier. Schließe Level 1 bis 3 ab. Okay, da wird alles am besten so der Weg auch gezeigt hier. Wie man am besten durchgeht. Hier, das ist der Weg. Beginne von dort. Da kann man doch auch ein bisschen abkürzen, oder nicht? Okay, also jetzt machen wir das ja richtig. So, holen wir uns einen guten Rang, würde ich mal sagen, ne? Oh, da können wir easy darüber jumpen. Und da auch. Und da auch. Wasser gehen eh hinten durch. Und hier sind wir schnell oben. Ja. Hier ist also jetzt so eine fragliche Sache hier mit diesem kleinen Feuerchen, das immer mit mir mitläuft. So. Aber jetzt läuft es eigentlich gut. Wow, das war ein so großer Sprung gewesen. Ja, es läuft noch mit mir mit. Geh weg, kleines Fäuschen. Ja, jetzt hat es mich oben noch zerquetscht. Ja, also das letzte Mal bist du irgendwie... Ja, jetzt hat es geklappt, cool. So. Okay, hätten wir das auch. Wait, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn ich jetzt die ganzen Bolzen da unten wegbringen kann, dann hätten wir auch noch den Rang. So. Nummer 1. Nummer 2. Ja, geh weg, geh. Das macht jetzt extra da oben. Ja.
Ach, komm jetzt. Das wirkt sich so komisch, ey. So. So, das läuft gut hier, das läuft gut hier. So. Ich glaube, wenn man den Hammer holt, dann... Hey, geh nach oben, dann verliert man einfach zu viel Zeit. So, aber da oben hängt jetzt einer fest. Ja, oh, das klappt gleich. Okay, A plus sogar. Alles gut. Donkey Kong, noch freigeschaltet. Abzeichen. A plus Abzeichen. Halt, erziele 50 Aufgaben mit mindestens Rang A. Okay, ein Drittel haben wir von den Aufgaben absolviert. Richtig cool. Okay, das war's gewesen hier mit Donkey Kong. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Kid Icarus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.